Ja, Mensch, herzlich willkommen zurück bei Torchlight 2 mit dem Kalimo und der Plumpslocke. Ja, wie geht's dir, Plumpslocke? Ist alles klar bei dir? Oder wie geht es dir? Huch. Shift 2? Nee, Shift und X. So, mein Hund. Mein Hundi. Meine Plumpslocke. Ich glaube, ich muss den Sound ein bisschen runterregeln. Letztes Mal war ich ein bisschen zu leise am Ende. Habe ich gemerkt. Aber jetzt dürfte das von der Lautstärke passen. Und jetzt gehen wir. The Temple Steps. Fire the Path of the Honored Dead. Level 3. Till 4. Quest Protect the Guardian. So, weiter geht's in Torchlight 2. Wundervoll. Oha. Path. Also, es sieht schon mal geil aus. Es sieht geil aus. Ich muss es wieder betonen. Ich habe jetzt schon den Part hochgeladen, den ich aufgenommen hatte. Hier vor. Und ja, das ist jetzt schon 2 Stunden wieder her. Man, die Zeit vergeht, wenn man rendert, etc. Aber es ist schon so lange her. Eieiei, Junge. Stirb doch. Aber es macht einfach nur Spaß, das Spiel jetzt momentan. Es ist einfach nur geil. Es ist einfach draufkloppen momentan noch. Und ich glaube, das bleibt momentan noch auf Englisch. Also habe ich schon mit anderen gesprochen. Das ist bei denen auch auf Englisch. Also bin ich nicht der einzige Problembehaftete. Sondern haben andere Leute auch dasselbe Problem wie ich. So, Plumpslocke, haut die aber alle weg hier. Da brauche ich gar nicht viel machen. Da macht der Hund alles, was Herrchen möchte. Hier gab es nichts mehr, aber hier sind ja überall diese Käfige. Deswegen gibt es hier auch die Toten wahrscheinlich. Sie wurden damals gehängt. Und das zu Unrecht. Deswegen wandeln sie jetzt wieder auf der Erde, um Rache zu nehmen an den Henkern, die sie damals zu Unrecht in diese Käfige verfrachtet haben. Na, noch geht das alles relativ gut von der Hand, muss ich sagen. Noch habe ich nicht große Probleme mit den ganzen Gegnern, aber das liegt auch daran, dass ich auf Casual spiele, also auf super Baby-Eierleicht. Level up! Ja, wunderbar. Also Gold sammelt er auf jeden Fall automatisch auf. So schlau ist er wenigstens. Hier ist noch Gold. Hier sind noch Gegner. So. Ich habe auch schon mit einigen Leuten gesprochen, oder geschrieben. Die haben jetzt das Spiel auch besser in 2 Stunden und da haben sie schon den ersten Boss besiegt. Zumindest ist die eine Person. Ich stelle Grüße an Dead Kid Nico. Meine Sucht. Ja, er hat schon den ersten Boss besiegt, wenn nicht sogar noch einen. Also, ich habe da jetzt erst den Stand von vor, was auch immer. So, aber jetzt erstmal Character Panel. Von Kalimo. Gut. Wie ich es immer sage, 2 auf Stärke, 1 auf Vitalität und 2 auf das hier. So. Passt. Was haben wir hier? Da müssen wir jetzt nicht unbedingt irgendwas... Wobei, wir könnten die hier verbessern, dann richtet das mehr Schaden an. Und ja, das ist ja das, was man gerne haben will bei einem Hautruff-Typen. Der soll ja auch ein bisschen Schaden anrichten. Momentan ist mir der Hund noch ein bisschen zu stark. Also ich hoffe, das wird im späteren Spielverlauf ein bisschen anders, dass der Hund da dann nicht alles weghaut. Oh, was bist du, Kleiner? Was bist du? Oh. Eieiei. Was bist du für ein Riesenskelett? Oha. Schon mal alles mitnehmen. Wunderschön. Ach, stimmt ja. Ich kann ja schon mein Schwert reinnehmen. Was haben wir hier überhaupt noch für Sachen bekommen jetzt? Physical Armor. Und da haben wir equipped Rare Gloves. Set Ghastly. Ghastly. Das ist ein Set-Item, okay. Also eine Pocket Pistol. Nichts Besonderes.
Ja, pack mal dein Schwert rein für eine Klinge. Kann ja nicht schaden. Ja, das müssen wir mal gucken, wie das... Da können wir auf jeden Fall die reinsetzen. Was ist hier mit den Schuhen? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Die bringen Leben, aber die bringen hier auch Vitalität und... nee, gar nicht. Das brauchen sie. Also ist das erstmal nicht wichtig. Kann man die auch... Ja, kann man... Wie greift man jetzt damit an? Moment, das werde ich jetzt mal an einem Gegner ausprobieren. Ja. Sieht ja sehr toll aus. So, wo muss ich denn hoch hier, um weiterzukommen? Ach, da oben. Ja, hier weiter links und dann komme ich da hoffentlich in einen Bogen. Ja, da komme ich hoch, aber erstmal hier die letzten Ecken durchsuchen. Oha. Kann ich auch dich von hier oben... Ja. Das ist ja auch ganz cool. Kann ich jetzt im Nahkampf und im Fernkampf gleichzeitig agieren. Wenn der Hund nicht alles wegmachen will. Ne, Plumpslocke. Lass mir auch noch ein paar Sachen übrig. Sonst macht das Spiel ja so zu wenig Spaß, ne? Wenn du verstehst, was ich meine, ne? Hundis wollen ja auch ab und zu mal spielen. Aber das kann ich auch vollkommen verstehen. Dennoch solltest du dich an einige kleine Regeln halten. Zum Beispiel, dass ich gerne mal auch was alleine mache. Moment. Das ist mir jetzt... Oha, Moment. In the right hand. Okay, jetzt kann ich das einsetzen. Das war ja sehr... Jawohl. War ja sehr dumm von mir. Ja, das passt schon. Das funktioniert auch ohne. Aber irgendwie nicht. Ja, geht ja recht leicht von der Hand. So, mein Sohn, du stehst hier nicht auf. Natürlich hätte ich hier auch den... Wie hieß er? Ah, ich habe den Namen vergessen. Ich kann mich nur an Engineer, Ember Mage und Berserker erinnern, aber die letzte... Oh, was so? Was ist das denn jetzt? Was habe ich denn jetzt für einen Buff bekommen? Oh. Für 2 Minuten habe ich verringerte Mana-Kosten und erhöhte Rangstufe. Oh, alles mal mitnehmen. Oh. Und jetzt, denke ich mal... Ja, unser Inventar ist ja jetzt schon wieder fast voll. Nehmen wir doch mal die rein. Die ist noch mal ein bisschen... Oh, hallo. You must be the human the other Asterians are speaking of. I am glad to have met you. I have been sent on a quest by Grand Regent Eldrian to recover the scroll of Anum Irik, stored in a vault in the corrupted crypt here. Unfortunately, the Stormbaron have already entered the crypt and I have been unable to get past them. Can I ask you to attempt to retrieve the scroll? I will wait here. And the path of the honored dead for your return. Should you succeed, I will see what I can do to provide you with some equipment more fighting a hero of your stature. Ja, gut. Nehmen wir doch die mal an und dann rein mit uns in die Krypta. Jawohl. Willkommen in der Krypta. Moment, es tut mir leid, aber ich muss gerade einen Schluck trinken. Oder 2 Schlücke trinken. Tut mir leid, aber jetzt geht's auch sofort weiter. Kann mal zwischenzeitlich vorkommen, dass ich mal was trinke, aber das kennt man ja. Wer trinkt denn nicht? Oh yeah. Also wie gesagt, es macht Spaß. Es macht einfach nur Spaß. Vor allem auf dieser Schwierigkeit brauche ich nicht so viel nachdenken. Ich spiele einfach nur und wir lernen alle gemeinsam dieses Spiel kennen, lieben, wahrscheinlich auch in einigen Punkten zu hassen. Aber momentan ist es noch eine Liebe,
die auf Gegenseitigkeit beruht. Das Spiel mag mich anscheinend, weil sonst würde es mich jetzt schon lange über den Tisch ziehen. Ähnlich wie bei Hanafukuba 11. Aber das ist ein anderes Thema. Oh mein Sohn. Stirb. Level up! Level 5 reached. Oh, vor allen Dingen, ich finde es ja super klasse, dass ich hier Englisch lesen darf. Das, da kann ich schon mal zeigen, was ich denn für ein genialer englischer Leser bin. Hallo. Naja, okay, das liegt in meinem Auge des Betrachters. Ich glaube, ich bin nicht der beste englische Leser, weil einige Worte spreche ich falsch aus. Ja, aber das ist ja jetzt hier nicht das Thema, das ist ein anderes Thema. So. Schade, hätte ich das gewusst, dass das mit den Pistolen hier so gut geht, dann hätte ich doch den anderen angehen. Oh mein Gott, was bist du für einer? Hallöchen! Oha! Ah, jetzt haben wir unsere Dingens da aktiviert. Wir haben uns gecharged. Charge set. Oh mein Gott. Jetzt bin ich durch Gift gelaufen. So. Und du stirbst. Und du stirbst auch. Und die Drohnen werden jetzt auch verrecken. Ja, dich kenne ich doch. Du warst letztes Mal mit tot. Ne? Ja. Wunderschön. Und da sind noch Urnen. Und da ist eine Kiste. Und ah, nee, das war ein Sarg. Doch jetzt wieder zurück, weil hier waren noch andere Urnen. Und die haue ich einmal so weg. So. Und oh, wir verbrauchen aber sehr viel Mana. Das wollte ich gar nicht. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich das gelassen. Naja, hier hängt sogar noch ein Toter, der nicht in seine untote Form zurückgefunden hat. Naja, es schafft nicht jeder den Sprung vom Toten zum lebenden Toten. Aber das ist auch ganz gut so. Denn ab und zu ist das Untotsein mehr ein Fluch als eine Erlösung. Auch wenn es ein unendliches Leben ist, so wird es doch auf Dauer ziemlich ermüdend. Immer denselben Tod zu sterben und immer danach wieder aufzustehen. Ich kenne dieses Gefühl. Denn ich bin einer der Berserker der Toten Legion. Die damals in der großen Schlacht von einem Nekromanten verzaubert wurden. Ja. Wenig Geschichtsstunde von mir hier bei Torschwein 2. Ach ja, es macht Spaß, mal irgendwelche Geschichten sich auszudenken. Über die Figuren. Was ist das denn hier? Oha. Oha, Jungs. Oha. Wir sind schon ein bisschen stärker. Ah, Mann. Chest. Oh mein Gott. So, jetzt schauen wir uns mal die Sachen an, die wir hier in Inventar haben. Damage per second. Nee, gar nicht. Very slow attack speed. Was ist das denn? Das nehmen wir natürlich rein. Jetzt sind wir schon mal richtig heftig ausgerüstet. Oh, das ist auch ein Set-Item. Aber das hat natürlich weniger Resistenz. Was haben wir denn noch Grünes hier? Ein Bogen. Naja, die Axt ist klar. Was ist das? Ja, ich bin mir da nicht sicher. Das ist auch ein Set-Item. Nee, das ist nur eine andere Farbe, oder? Rare Pistol. Set-Item. Das hier ist auch ein Set-Item. Jetzt haben wir nämlich schon zwei von den drei Set-Teilen, die wir brauchen. Ja, Two-Handed Sword. Da können wir auch relativ wenig anfangen. Doppelpistole will ich jetzt nicht. Bronze Sword, Two-Handed. And it's not nice. Das kommt darüber. Oh. Forced Attack Speed. Aber ich finde das mit dem Nahkampf und Fernkampf gleichzeitig ziemlich gut.
Wir können jetzt hier nochmal wechseln. Dass wir... Haben wir noch ein einhändiges? Ja, haben wir. Packen wir das Schild da rein und dann hätten wir eine alternative Waffenbelegung, falls wir mal ein bisschen stärker auf die Omme bekommen. Packen wir erstmal einiges darüber. Oh, was ist das denn? Rare Chest Item. Armor Item. Das ist auch das, was ich lesen will, ne? Organize Inventory. Was ist das denn? Gut, dann können wir ja eigentlich mal... Das ist hier dieses Giftzeug. Ja, dann packen wir mal das Giftzeug da rein. Haben wir den Waffenschaden auf Gift getrimmt. So, und jetzt nochmal hier. Ach Gott. Ich finde das ja ein bisschen komisch, dass ich so... Focus ist Magic. Mana. Na okay, dadurch könnten wir mehr Mana bekommen. Das sollten wir im nächsten Buch... Nee, das wollte ich nicht. Könnten wir ja im nächsten Teil mal gucken. You channel the frigate north winds to unleash a blast of icy breath which immobilize enemies and makes them more susceptible to damage. The blast reached 5 meters at 90 degree angle. So, dann packen wir mal auf Taste 3, dann dürfte das ausgelöst werden. Oh, cool. Coole Sache. Aber hier müssen wir gar nicht links, oder? Müssen wir hier links? Nee. Nicht, um die Quest abzuschließen. Also sind wir falsch hier. Moment, dann gucken wir doch mal. Taste 3, Jungs. Oh ja. Sieht schon mal geil aus. Er lebt sogar noch. Willkommen. Ich fühle mit dir, mein Sohn. Am Ende wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir trotzdem, dass wir sowieso nur mit Nahkampfwaffen angreifen. Oh, da kommen sie rausgekrabbelt, ihr kleinen fiesen Säcke. Jetzt habe ich in das Loch reingeschrien. Ich schreie über die hinweg, oder was? Naja. Ich schreie dich um. Das ist doch auch schön. Oh, du stehst auch auf. Das ist doch... You have become more skillful. Ja. So viel zum Thema. So. 59 Mana. Nee. Moment. Erhöht sich dadurch der Schaden unserer Fähigkeiten. Mal sehen. Frostbreath. Gucken wir uns das an. Physical Damage. Nö. Dann lassen wir das doch. Okay, machen wir einen darauf und einen auf Verteidigung. Vielleicht lohnt sich das trotzdem irgendwie am Ende, das da gewertet zu haben. Aber wirklich... Sicher bin ich mir da nicht so. Hier gibt es noch eine kleine... Oh, die kleinen Blublis. Mehr Blublis. Blublis. Auf der anderen Seite habe ich noch eine Stelle über... Oh, hier geht sogar noch weiter. Hallöchen, Jungs. Und jetzt hier aber... Ist gar keiner mehr. Ja, das bringt es ja auch. Den damit aufzumachen. Naja, passiert schon mal, dass man so den eisigen Atem rauslässt und dann gehen die Ohren kaputt. Das geht ab und zu auch mit Mundgeruch, aber das ist ein anderes Thema. Den Skill beherrscht der Berserker noch nicht. Hier gehen wir jetzt nochmal nach links. Oh, du lebst. Du lebender Toter. Und gehen nochmal nach... Na toll. Dahin. Oh. Ich wollte unbedingt diese Fähigkeit einsetzen. Hier geht er links. Genau. Noch ein paar Gegner wecken. Aber es sind hier gar keine. Ah, gut. Auch schön für mich. Dann habe ich weniger zu tun hier. Jut.
Dann schauen wir doch mal weiter, was hier so los ist. Was ist hier los? Was ist hier los? Ach ja, hatte ich schon bemerkt, dass dieses Spiel wirklich gut ist. Momentan. Hatte ich das schon gesagt? Ich glaube schon, ja. Ja. Wir haben schon wieder 20 Minuten rumgebracht. Ich versuche die Parts immer so ungefähr 20 Minuten Länge zu halten. Anscheinend müssen wir doch da hinten links. Scheiße. Und deswegen werde ich gleich vor diesem Tor da stehen bleiben und den Part beenden. Ah, ich hoffe, es gefällt euch bisher das Projekt. Ja, das würde mich sehr freuen, wenn es euch gefallen würde. Bei mir gefällt's und es wäre mir eine große Ehre, wenn es euch auch gefallen würde. Deswegen wünsche ich euch was. So, er steht jetzt hier vor. Fallen Guardian. So, meine Freunde. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Wünsche ich euch viel Spaß. Und ciao.